Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls L2er. So, ich war mal hier hinten bei den Stallungen in dem Nestchen hier und hab da mal die Tasche so ein bisschen erweitert. So, wir müssen jetzt wohin? Sehe ich die Aufgabe gerade nicht? Ach du Scheiße, hier unten spricht mit Tasna gleich und gleich besiegt. Was? Nee. Das machen wir jetzt mal die Aufgabe hier, oder? Was ist denn hier? Die Einladung, Magiergilde. Na, das können wir später machen. Machen wir später. Ich hatte durchaus mit Trauer und Verzweiflung gerechnet. Aber die Lage hier übertrifft sogar meine prophetischen Ahnungen. Seid ihr sicher? Krempen sieht so friedlich für mich aus. Oberflächlich ja. Aber Frieden durch Tyrannei gewährt nur eine falsche Harmonie. Euraxia setzt Furcht und angedrohte Gewalt ein, um die Khajiit in Schach zu halten. Sie macht sie zu Bürgern zweiter Klasse in ihrer eigenen Provinz. Es stößt mich ab, dass Euraxia und ich verwandt sind. Furcht und angedrohte Gewalt, was meint ihr damit genau? Es wäre besser, wenn ich es euch zeigen würde. Folgt mir. Und ich werde euch die wahre Bosheit meiner Halbschwester demonstrieren. Ihr Griff um Krempen ist weitaus enger, als es erscheint. In Ordnung. Zeigt mir, wie Euraxia die Khajiit im Griff behält. Na schön. Aber was ich euch zeigen werde, ist nichts für solche mit schwachen Nerven. Folgt mir. Habt ihr je ein Arbeitshaus in Krempen besucht? Sie behandeln die Khajiit dort schlimmer als Sklaven. Und wir können da einfach hin? Ich meine... Die zeigen doch sowas hier nicht, oder? Es ist dieses Gebäude dort drüben. Für die meisten Khajiit aus Krempen ist es der einzige Ort, an dem sie Arbeit finden. Das Arbeitshaus dient dazu, die Kranken und Mittellosen einzufangen. Jene, die ihre Schulden nicht zurückzahlen können. Sie kommen her, um Arbeit zu finden und einen ordentlichen Lohn zu verdienen. Aber durch die Kosten, die für ihr Zimmer und ihre Verpflegung abgezogen werden, sind sie schlechter dran als zuvor. Das Arbeitshaus nimmt nur khajiitische Arbeiter an? Eins der ersten Dinge, die Euraxia tat, nachdem sie sich zur Königin ernannt hatte, war die Einführung von Zöllen und Bußgeldern, die nur für die Khajiit-Bürger galten. Niemand sonst braucht das Arbeitshaus. Eine grausame Taktik, aber effektiv. Es gibt nichts, was die Khajiit tun können? Die Khajiit von Krempen? Nein. Jede Beschwerde führt zu einem Bußgeld, weil man die öffentliche Ordnung stört oder ähnlich nichtige Anlässe. Niemand will das Risiko eingehen, noch tiefer in die Schulden abzurutschen. Es ist einfallsreich, monströs. Aber einfallsreich. Das klingt nach Sklaverei. Oh, Euraxia ist so schlau. Sie bezahlt die Khajiit und das Arbeitshaus ist technisch gesehen kein Gefängnis. Oberflächlich scheint es ein Ort zu sein, der dem Teil der Gesellschaft hilft, der weniger Glück hatte. Aber darunter ist es Sklaverei ohne die unbequemen Fesseln. Nee, gehen wir weiter. Lasst uns nun den Marktplatz von Krempen besuchen. Seht euch um. Die Geschäfte scheinen bestens zu laufen, doch der Schein kann trügen. Es mag schwer zu erkennen sein, aber die Khajiit-Händler mühen sich, ihre Stände offen zu halten, während die weniger tierhaften Geschäftsleute die Gewinne einfahren. Euraxia würde behaupten, es ist eine Frage der Arbeitsmoral.
Doch wir wissen es besser. Wollt ihr damit sagen, dass kaschitische Händler ungerecht behandelt werden? Ungerecht wäre noch geprahlt. Kaschitische Händler müssen hohe Zölle zahlen, zusätzliche Prüfgebühren, kostspielige Lizenzen. Euraxia presst auch das letzte bisschen Gold aus ihnen heraus. Sie hat sogar eine Fellsteuer eingeführt. Eine Fellsteuer? Oberflächlich klingt es vernünftig, dass die Kajit für die zusätzlichen Prüfungen zahlen müssen, um sicherzustellen, dass ihr Fell nicht in die Waren gerät, die sie verkaufen. Und auch wenn sie Haare verlieren, ist es doch etwas ganz anderes, wenn man damit die rechtmäßigen Bürger dieses Landes diskriminiert. Oje. Was man sich alles so einfallen lassen könnte. Ich warte ja immer noch auf eine Steuer zum Atmen, das ist der Sauerstoff. Ja, das wird alles immer schlimmer. Sind auch so ein Blödsinn wie mit der CO2-Steuer. CO2-Steuer rettet unseren Planeten nicht. Deutschland rettet unseren Planeten nicht. Wir müssen da anfangen, wo wirklich wichtig ist, in China, in den USA oder sonst irgendwo. Das sind die größten Verursacher von dem ganzen Klimadreck. Naja. Kommt mit, ich möchte euch die Verbesserungen zeigen, die Euraxia an den Palastmauern vorgenommen hat. Das ist schon alles so ein bisschen... Da tanzt doch einer. So schlecht kann den hier ja nicht gehen. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Umweltschutz ist wichtig. Also, was für die Umwelt zu tun. Seht ihr die Tribocke? Achtet darauf, wie sie auf die Stadt unter sich ausgerichtet sind. Also, ist es wichtig. Und dass hier, ich sag mal, das Klima im Wandel ist, merkt man auch an den extrem heißen Temperaturen. Also, ich kann mich jetzt zwar jetzt nicht an früher erinnern, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter als alt, aber ich weiß nicht, ob das Klima sich in der Weltgeschichte immer wieder wandelt, steht außer Frage. Dafür braucht den Menschen nicht. Wird auch irgendwann wieder eine Eiszeit geben. Dann wird sich hier das hier richtig wandeln. Weil ich habe ja über die Jahrmillionen Jahre, gab es ja immer wieder mal eine Eiszeit, kleine, große Eiszeiten. Und dadurch regeneriert sich der Planet wieder. Das ist, wenn dieser, ich glaube, der Golfstrom abreißt. Das ist dieser Strom, der an Amerika, glaube ich, vorbeiführt, Richtung England da irgendwie. Bin mir nicht so sicher. Aber wenn der zu viel Süßwasser abkriegt, was ja durch also Grönland schmelzen ja die Eisberge da, das Eis schmilzt, und wenn da zu viel Süßwassergehalt drin ist, dann reißt dieser Strom ab, und wenn dieser Strom abreißt, dann wird's kalt. So hatte ich das mal gelesen gehabt, ich möchte sagen, so hatte ich das auch noch verstanden, also in Erinnerung. Jeder könnte, also nicht auf das hören, was ich hinterfragen, wisst ihr, was ich meine? Einfach mal googeln. Ist auch schon Jahre her, wo ich das mal gehört hatte. Und ja, ist eine interessante Sache. Ich hoffe, dass ich keine Eiszeiten miterlebe. Weil dann zerfleischt sich die Menschheit wieder selber. Essen Menschen wahrscheinlich, weil sie wieder nichts zu fressen kriegen. Muss ich nicht haben. Ich muss so sagen, ich habe hier nur alte Leute im Haus. Also, die Chance, dass die mich fressen, ist höher als umgekehrt. Wer will so ein altes Fleisch haben, wisst ihr? Das ist ein Thema heute. Okay, los, quatsch hier, los hier. Seht ihr, wie die Belagerungswaffen auf den Mauern sitzen?
Aufs Grundlegende reduziert, seht ihr das Geheimnis des Erfolgs meiner Halbschwester. Was meint ihr mit ihrem Erfolg? Wie sonst meint ihr, hält Euraxia die Ordnung aufrecht und die Verteidigungsstreitkräfte von Elsweyr im Zaum? Sie hat mehrfach öffentlich erklärt, dass jeder Versuch, Kremten zu befreien, dazu führen wird, dass sie die volle Gewalt der Belagerungswaffen gegen die Stadt entfesseln wird. Euraxia würde die Stadt zerstören? Wenn Euraxia Kremten nicht haben kann, dann soll es auch kein anderer haben. Sie würde die Stadt in einem Wimpernschlag zerstören, wenn sie dächte, dass sie in Gefahr wäre, die Kontrolle zu verlieren. Natürlich sagt sie ihren felllosen Untertanen, dass man nur die kajitischen Viertel anvisieren wird. Kann man denn diese Waffen überhaupt so präzise ausrichten? Auf keinen Fall. Aber durch die Lüge geht es ihren Unterstützern besser. Die Kajit wissen, dass sogar ein friedlicher Protest zur Zerstörung von Krempen führen könnte. Bisher hat es daher niemand gewagt, Euraxias Entschlossenheit in dieser Sache auf die Probe zu stellen. Und das aus gutem Grund. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns mal mit Euraxia Tarn unterhalten. Lasst mich das Reden übernehmen, wenn wir zum Palast kommen. Als der ältere Tarn werde ich Euraxia meine Dominanz demonstrieren und ein Ende der Feindseligkeiten aushandeln. Na, da bin ich ja mal gespannt. Gibt es euer Lippenstift gegangen? Das sieht schon bemerkenswert hier aus. Lass mich mal ein bisschen umgucken hier. Das sieht ja geil aus, hätte ich auch gerne. Was ist das hier? Das ist nichts. Okay, der Toyskin gefällt mir ja. Garderobe leer. Hier kommen nun also Königin Euraxias Gäste. Mir gefallen die Gesichter dieser Störenfriede nicht. Ich denke, wir sollten sie lieber gleich an die Drachen verfüttern. Meine Freunde, bleibt mal ganz ruhig. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Karottensuppe. Karottensuppe könnte man auch mal wieder machen. Kannst du alles mitnehmen hier? Ich meine, habe ich nichts dagegen. Die Geschichte der drei Monde. Hatten wir das Bücherregal ja schon? Nee. So, gut. Der andere Raum gefiel mir besser. Sumok Form. Ihr seid also Abnor Tarns Leibwächterin und Leibdienerin. Nicht, was ich erwartet hätte. Ich gehe davon aus, ihr wollt eurem Meister ins Sanktum der Königin folgen, Ich erlaube es. Doch erst möchte ich abschätzen, wie viel Mark ihr in den Knochen habt. Ihr seid einer von Euraxias Nekromanten? Ich bin Königin Euraxias leitender Nekromant. Ihr dürft mich Sumok Form nennen. Die anderen Grabesrufer unterstehen mir. Und das ist mein Vertrauter und Intimus, Sir Cadwell, der Verräter. Ist das Cadwells Kopf? Ah, ja.
Der Verräter sah euch, als er durch die Augen des Seelenberaubten blickte. Die Kreatur, die ihr kennt, ist ein blasser Schatten des finsteren Ritters, der einst über dieses Land schritt. Ich habe seine Überreste ausgegraben und wiederbelebt. Nun, seinen Kopf. Das war alles, was ich finden konnte. Warum habt ihr denn Catwells Kopf ausgegraben? Meine Taten gehen euch nichts an. Ich wollte nur Abnur Tarns Schergen treffen und feststellen, ob Königin Euraxia irgendetwas zu befürchten hat. Die Antwort dürfte wohl klar sein. Eure Bedeutungslosigkeit entspricht der des seelenberaubten Idioten, was euch voll und ganz vernachlässigbar macht. Du wirst gleich mal meinen Zauber spüren, du orkischer Drecksack. Nun, was jetzt den Rest meines Körpers angeht, o Seuchenträger? Eure Beleidigungen beschleunigen den Vorgang nicht, Verräter. Aber in dem, was einmal mein Unterleib war, zieht es ganz schrecklich. Falls Königin Euraxia euch köpfen lässt, habt ihr dann etwas dagegen, wenn ich euren Körper übernehme? Entspricht zwar nicht meinen üblichen Ansprüchen, aber im Falle eines Falles trägt man als Körper einfach alles, nicht wahr? Ihr seid Catwells Kopf? Ich bin mein eigener Kopf, ja. Ich bin der Held von Syroth und der Bösewicht von Elsweyr, der Champion des dritten nedischen Massakers und der dunkle Ritter, den man den Verräter nannte. Ihr seid nicht der Catwell, den ich kenne. Natürlich nicht. Ich bin das Original. Wesentlich echter als eine körperlose Seele, der man in den Fleischkesseln im Reich des Vergessens Worm verlieh. Doch wie könnt ihr euch anmaßen, mit mir zu sprechen? Ich habe schon mächtigere Wesen aus sehr viel nichtigeren Anlässen getötet. Ihr seid der Verräter, der auf dem Grabstein erwähnt wird? Da seid ihr ganz allein draufgekommen, hm? So nannten sie mich. Hat schon einen gewissen Klang. Aber ich habe meine grandioseren Titel immer vorgezogen. Champion. Schlechter. Dunkler Ritter. Sobald ich wieder heil bin, werden die Katzen für das büßen, was sie mir angetan haben. Okay. Ich stelle vor, Abnur Tarn, Großkanzler und Feldherr von Nibenai, kaiserlicher Kampfmagier des Ältestenrats und Patriarch der Tarn-Dynastie und seine Leibwache. Ah, Halbbruder, eure Ankunft, sie ist so mittelmäßig. So zu tun, als wäre man Königin? Schweigt, Abnur, ihr langweilt mich. Leibwache, ihr seht spannend aus. Kommt und sprecht mit mir. Ihr habt sie gehört. Viel Glück. Meine Quellen deuteten darauf hin, dass die Verbündete meines Halbbruders etwas größer gewachsen sein soll. Nun ja. Nun, warum sollte ich überhaupt in Betracht ziehen, mit der Verliererseite zu verhandeln? Ein bisschen sieht's ja so aus, war. Das ist kein Kompliment. Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Die Drachen betrachten euch als Marionette und sie planen, euch zu verraten. Eine Warnung? Wie rührend. Ihr wisst aber schon, dass ich die kajitische Armee besiegt und den Thron von Krempen bestiegen habe, oder? Ich bin niemandes Marionette, das kann ich euch versichern. Doch wie kommt ihr darauf, dass ich etwas mit Drachen zu tun habe? Ihr braucht keine Spielchen mit mir zu spielen. Mulamnir hat eure Allianz gegen mir gegenüber schon zugegeben. Ihr benötigt das Überredentalent, bevor ihr die Option wählen könnt. Ach, hab ich nicht. Ich hab das doch nicht wahr. Verdammt! Mist. Ach, wie köstlich. Ich hatte gehofft, dass mein aufgeblasener Halbbruder mir etwas Unterhaltung bieten würde. Aber das ist ja noch besser. Ich habe eine Zelle in meinem Kerker eigens für euch reserviert.
Da werden wir die spannendsten Spiele spielen, bis euer Körper schließlich versagt. Ihr habt einer Unterredung zugestimmt. Das heißt, dass wir im Waffenstillstand sind und frei abziehen können. Bildet euch nicht ein, dass ihr mir einen Vortrag halten könnt. Ich stelle hier die Regeln auf, nicht ihr oder Abnur. Ich habe eine besondere Beziehung zu Mulamnir. Eine Übereinkunft. Die Drachen werden meine Herrschaft über Elsweyr sichern und es gibt nichts, was ihr oder mein Halbbruder dagegen unternehmen könntet. Ihr könnt nicht gewinnen. Wir werden Krempen befreien und euch aus Elsweyr vertreiben. Genug. Sumok Fom, welche Neuigkeiten bringt ihr? Das Wüstenwind-Adeptorium ist gefallen. Auf euer Wort hin marschieren wir gen Stromfeste. Dann habt ihr hiermit mein Wort. Nun, Halbbruder. Verrat? Wie hätte ich damit je rechnen sollen? Wachen! Bringt sie in den Kerker! Nicht so schnell. Die Nischen des Palasts von Krempen. Okay. Was passiert hier gerade? Nun, ich schätze, das hätte besser laufen können. Warum sind wir hier und wie sind wir hierher gekommen? Ich hatte mich auf Euraxias erwartbaren Verrat vorbereitet. Leider reichte mein Teleportationszauber nicht, um die Schutzzauber des Palasts zu durchdringen. Daher sind wir hier unten gelandet, in der Kanalisation des Palasts. Habt ihr gehört, was Euraxia zu Sumok Fom gesagt hat? Wir haben zwei bemerkenswerte Dinge gehört. Erstens sind euraxische Truppen aus finsteren Gründen in das Wüstenwind-Adeptorium eingefallen. Und zweitens hat meine Halbschwester einen Angriff auf Stromfeste befohlen. Wir müssen Gareshri warnen. Eins nach dem anderen, meine Gefährtin. Eins nach dem anderen. Ich muss erst meine Kraft zurückgewinnen, nachdem ich uns in dieses Skeva-Loch teleportiert habe. Ich brauche eure Hilfe, um uns hier rauszuholen. Danach können wir uns um Wüstenwind und Stromfeste kümmern. Okay, bleibt dicht bei mir. Wer ist denn er hier überhaupt? Achso, das ist ein... Nehme ich natürlich mit. Ja, das sind bestimmt... Tja, wo müssen wir jetzt lang? Ist eigentlich egal, oder? Oh, das ist eine... Das ist eine Urne. Ich muss jetzt mal gucken, was hier... Ich muss erst mal wieder gucken, was ich hier machen kann. Oder glaube ich auch noch irgendeine Knochenrüstung oder sowas. Stimmt ja, ich habe ja hier diese Sense. Aber ich dachte, in dem Raum ist was. Naja, brauche ich eigentlich nicht. Ich rate zur Wachsamkeit. Den wollte ich doch ja nicht. Ohne leer. Ach so, ich wollte ja noch sagen, dass ich hier von Hoeren hier noch Sachen gekriegt habe. Blitzstab des Julianus, also auch hier Julianus-Sachen. Die kann ich aber nicht anziehen, weil Stufe 10 und so. Wir sind, glaube ich, 9 oder 8. Ah, hier war Hut. Hut des Zwielichts. Steht das irgendwo hier Stufe 8? Und wir sind noch
arg weit entfernt. Okay. Ja, die Deko-Wachs hätten wir jetzt auch lassen können. Rennt der hier immer hoch und runter? Oh, hier ist ein Vetter. Die rennen da irgendwie raus. Schade, wir sind zu spät gekommen. Also können wir wenigstens durch, ohne dass wir vielleicht noch kämpfen müssen. Ohne leer. Was für ein Raum hier. Oh, ich bin gerade erschrocken. Oh, hier liegt eine Menge rum. Seelenstein, nehmen wir doch mit. Nehmen wir nicht mit. Das können wir mitnehmen. Flammenstab? Ach, das ist aber bestimmt nichts. Das ist nur die Dünst hier. Keine Ahnung, wofür wir das alles noch hier brauchen können, aber mal sehen. Gut. Ist hier noch irgendwas? Nö. Könnten jetzt noch da lang laufen, aber ach, naja, mein Gott. Die Ratten in der Kanalisation. Die Königin hatte recht. Nur bring da den mal da um, da. Sehr gut. Ich habe immer noch so ein Niesen in der Nase. Der Weg nach draußen, endlich. Ich ertrage diesen Gestank keinen Augenblick länger. Oh, da kam er. Alter, wo kam der denn her? Oh, der kam von Herzen. Kater mega ungler. Oh, Junge. Alles klar, sind wir in der halben Stunde wieder da draußen gekommen. Sehr gut. Heute noch
interessante Diskussion ihr habt am Anfang. So, würde ich sagen, mal kicken, ob der jetzt noch mit uns reden will, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss, wenn jetzt nicht irgendwas automatisch kommt. Ich warte jetzt noch ab. Schon öfters mal gehabt. Drückst du denn Pause und dann auf immer quatscht der los, wisst ihr? Aber nee, er will erst später mit uns reden. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss und wie gesagt, nächste Runde machen wir hier weiter. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.